Es war die Jubiläumsausgabe der Dresdner Abwassertagung, die 20. Die begann bei der Stadtentwässerung Dresden selbst, auf der zentralen Kläranlage der sächsischen Landeshauptstadt. Interessant war vor allem der Rundgang auf der fast fertigen Baustelle der neuen Becken der biologischen Abwasserreinigung. Keine Stunde später begrüßte Ralf Strohteicher, der technische Geschäftsführer der Stadtentwässerung Dresden, die Aussteller der Abwassertagung in der Messehalle im ICC. Unterstützt wurde er dabei von den Tänzerinnen des Tanzzentrums Dresden. Musikalisch und vor allem gemütlich ging es weiter. Beide Eigenschaften vereint perfekt der Kommunikationsabend. Er fand in der Clublounge Maihaus Dresden statt. Hier nutzten viele die Möglichkeit zu netten und interessanten Gesprächen in angenehmer Atmosphäre. Gesprochen und diskutiert wurde natürlich auch am zweiten Tag im Internationalen Kongresscenter Dresden. Dabei darf man bei der 20. Ausgabe der Dresdner Abwassertagung als Organisatorin auch gern stolz darauf sein, welche Entwicklung die Tagung in den zwei Jahrzehnten nahm. Eine Erfolgsstory sozusagen vom kleinen lokalen Event hin zu einem der Branchentreffs der Wasserwirtschaft bundesweit. Von 25 Teilnehmern in der ersten Dresdner Abwassertagung zu heute 630 Teilnehmern. Wir haben also heuer wieder einen Besucherrekord aufgestellt und darauf können wir alle stolz sein, darüber freuen wir uns auch. Die Themen, die diskutiert wurden, waren erneut am Puls der Zeit. Neben der Digitalisierung und der Klärschlammentsorgung ging es auch um die Zukunft der Wasserwirtschaft. Wir haben im Koalitionsvertrag selber ein paar Formulierungen drin, über die sind wir nicht so glücklich. Zum Beispiel, weil es den Umgang mit Spurenstoffen, mit Arzneimittelreststoffen angeht. Auch weil da viel zu schnell und zum Teil auch mit politischem Aktionismus der Blick an das Ende der Kette gerichtet wird, nämlich zu uns. Und viel zu wenig in Richtung Verursacher. Genau darum geht es auch. Der Dialog zwischen allen steht im Vordergrund. Phosphorrecycling ist ein ähnliches Thema. Hier müssen jetzt die Vorgaben des Gesetzgebers umgesetzt werden. Über entsprechende Möglichkeiten informierten unter anderem die Unternehmen der Fachausstellung. Einige von ihnen sind seit der ersten Ausgabe der Dresdner Abwassertagung dabei. Erstmal haben wir damals Pionieraufgaben gelöst. Das war 98, im Jahr 1998. Und da haben wir angefangen auf Landgasthöfen, Hinterhöfen mit 9-Mann-Ausstellern, klein im Mannhof. Und heute hat sich ja das zu einer Veranstaltung, die keiner mehr in Deutschland missen möchte. Für uns ist es wichtig, dass wir in unserer Region, in der wir leben, vertreiben, auch den Bekanntheitsgrad der Firma, die es mittlerweile seit 30 Jahren gibt, auch hier zu präsentieren. Ist definitiv eine Veranstaltung, die sehr viele Besucher anzieht. Wichtige Besucher, für uns wichtige Besucher, Auftraggeber, Ingenieurbüros. Und die Frequentierung ist natürlich, dass sie jedes Jahr stattfindet, auch hervorragend, muss man sagen. Die Organisatoren blicken daher bereits jetzt auf die 21. Ausgabe im kommenden Jahr. Das Thema Digitalisierung wird erneut dabei sein, denn es birgt neben vielen Vorteilen auch Risiken. Diese müssen eingedämmt werden. Wenn unsere Kläranlage in Dresden ausfällt, dann haben wir alle miteinander ein Problem. Nicht nur der Fluss Elbe, sondern auch in der Altstadt wird es dann haarig. Und das müssen wir verhindern. Deswegen hat der Gesetzgeber auch mit KRITIS, also dem Schutz für besonders kritische Infrastrukturen, Weichen gestellt. Und daran müssen wir arbeiten. Das fällt nicht vom Himmel. Motivation ist da vor allem gefragt. Dass da nicht alle Tricks und Kniffe in Unternehmen zum gewünschten Ergebnis führen, darüber klärte der Führungsexperte Dr. Reinhard K. Sprengler als abschließender Referent auf. Somit steht der Dresdner Abwassertagung 2019 nichts mehr im Weg.